Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wir sind bei Lukas Podolskis Eröffnung von Mangal in Berlin, der erste. Und Lukas steht auch gleich da, ist umringt von Leuten, macht Fotos. Und ja, ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie wir heute hier an einen Döner rankommen. Aber wir geben unser Bestes und versuchen es. Einiges los hier. Wartezeit 12 Stunden. Wartezeit jetzt 12 Stunden für den Döner, ja. Du weißt gar, guck mal, da ist eine Schlange, da ist eine Schlange. Du weißt gar nicht, wo ist jetzt Döner angesagt. Guck mal, da ist Lukas. Wollen wir mal gucken gehen? Aber wo ist die Schlange für den Döner? Boah, fanmäßig Bild machen. Ja, komm, machen wir. Ja, aber hier sind richtige Fans mit Trikot und so. Oh, Hardcore. Bundes-DFB-Fans, deutsche Nationalmannschaft-Trikots. Oh, Big Baba 30, wie geht's? Alles klar. Komm rein. Lohnt sich anzustellen für deinen Döner, Lukas? Auf jeden Fall, stell dich an. Okay. Aber zu lange warten. Nein, nein, macht uns den klar schon. Wer macht klar? Ja, warum? Komplett. Auf Hunde? Auf Hunde? Ja, ja. Okay, jetzt haben wir natürlich Big Baba 30 Vorteile bekommen. Aber wir haben den eigentlich ja schon in Köln getestet. Wird wahrscheinlich dasselbe Brot sein oder hat er angepasst auf Berlin, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie raus, ne? Komm hier. Können wir da raus? Wollt ihr lieber da raus? Ja, okay, so. Genau. So, jetzt müssen wir ein bisschen der Masse entfliehen. Ja, also war aber wirklich nett von den Jungs, dass sie uns direkt Döner gebracht haben. Lukas Podolski getroffen. Ah, ganz schön was los. Ich weiß gar nicht, ob bei der 57 hast du gesagt, war das? 57 kostet der Döner, hat das Original gleich. Sieht schon saftig aus. Brot sieht gut aus. Fleisch. Mal gucken. Mal gucken. Bismillah. Also das Brot feier ich, schwör's, richtig gut. Gerade wenn ich so hauch bin ist. Ich muss sagen, ich bin ja öfters in Köln und ich esse den auch öfters, weil wir sind immer in dieser Streetkicker-Base von Lukas. Und den gibt's dort auch. Und dieses Brot ist anders auf jeden Fall. Geil. Also natürlich ist jetzt auch oft, dass viele ihr Brot selber machen. Nicht jetzt alle in Berlin, das ist der Haupt der Spiele. Aber mittlerweile feiere ich das sehr. Und das ist wirklich geil. Hat auch so eine kleine süße Note. Die scharfe Soße schmeckt so süß. Boah, es ist komplett, also, obwohl jetzt, guck mal, wie viel los war, die Hölle los. Normalerweise, wenn so viel los ist, ist der Döner nicht immer so ganz so 100%. Weil die schneiden, machen los, alle hintereinander weg. Aber ich muss ehrlich sagen, geiler Döner. Zeig mal was anderes mit der Cocktailsoße und so. Ne? Ja, hat so eine süßliche, ja. Aber ich finde es geil. Ich sag dir ehrlich, Fleisch, eine gute Würze, so richtig typischer Döner-Charakter. Brot macht auch mal besonders, nicht so Standard. Die Soßen auch, mal was anderes. Nicht immer dasselbe wie in Berlin, das Typische. Also ganz ehrlich, ich schwöre es, das ist wirklich, sage ich jetzt ernst, ein stabiler Döner. Trotz, dass nicht alles knusprig braun geschnitten wurde, hat überhaupt nicht knorpelig oder irgendwas, hat guten Biss. Ein stabiler Döner. Wollen die auch hier? Ja. Woher? Steht im Dönerladen drin. Drinnen verkauft er auch? Macht auch, macht Bilder und ist nett zu den Menschen. Wie ist er denn zu dem Job gekommen? Hat er den in der Türkei gemacht? Ja. Viel herzlich willkommen bei Big Baba 30. Ich habe Polly spielen sehen beim FC Köln. Ja. Ich habe ihn spielen sehen bei Köln, ja, ja. Cool. Ja, könnt ihr nur sagen.
Mein Guter. Ja, schönen Abend noch. Also ich. Probier, Fabi. Ich sag dir ehrlich, ich bin sehr angetan von dem Döner. Ja. Also wie gesagt, ich kenne den Döner schon von der Street Kicker Base, auf jeden Fall. Ne? Paul, der hat mehrere Läden. In der Street Kicker Base bei ihnen, dort wo die Jugendlichen Fußball spielen, ist es so ein kleiner Container, wo das gemacht wird. Auch mit dem gleichen Brot, wie auch ein Mangal direkt in Köln. Brot ist geil. Ist geil. Die Würze ist top. Dieses Tomatige in der scharfen Soße ist so geil. Boah. Ja, das haben wir ja schon bei Hambibaba, die Tomatige. Mhm. Fand die geil und genau dasselbe so. Die schmeckt eigentlich original wie die Hambibaba-Soße, finde ich. Die scharfe Soße. Bloß ein bisschen pikanter. Weil es tomatisch ist. Ja. Sehr geil, hat der abgerissen. Also auch in Köln, ich esse ihn dort auch sehr gerne. Kann man nichts dazu sagen eigentlich. Ist wirklich ein guter Döner, probiert den aus. Also Fleisch ist gut, Soßen kommen gut, Brot ist selber gemacht. Mehr Kritik, also es gibt keine Kritikpunkte, die man haben kann. Er hat natürlich keine Berliner Soßen in einem Umfeld, gerade hier, wo innerhalb von 1 Kilometer die krassesten Dönerläden sind. Oder mit einer der krassesten. Ist es schon gewagt, diese Soßenart. Aber sie kommt trotzdem gut. Es ist nicht so, dass man es nicht essen kann. Ja, ich finde, er tanzt so ein bisschen aus der Reihe, aus dem klassischen Berliner Döner so. Er ist ein schönes, erstmal eigenes Brot, die Soßen speziell. Stabiler Döner. Also Lukas Podolski hat nicht einfach nur seinen Namen hingeballert, sondern hat wirklich was dabei gedacht, einen stabilen Döner nach Köln zu bringen. Ja, auf jeden Fall finde ich, steht hier nichts im Weg, kann mit allen mithalten. Und wirklich, dafür, dass es so voll ist und der Döner mir so gut geschmeckt hat, das ist schon eine Leistung. Ja, Glückwunsch, Lukas Podolski, zu deinem ersten Dönerladen in Berlin bei der fetten Konkurrenz. Ja, war eine kleine, nette Folge hier, ganz spontan. Ja, auf jeden Fall, hier ist die Hölle los. Wir haben jetzt durchgezogen. Wir dachten, wir werden Stunden auf Döner warten und so. Aber ganz ehrlich, war super. Die haben uns direkt nach vorne genommen. Ja, Bonus, okay. Bonus, dass wir nach vorne genommen wurden. Wir werden nochmal Undercover testen, das ist nicht. Undercover wird auf jeden Fall kommen. Und alle, die gesagt haben, du machst doch keine Dönerfolgen. Ich habe gesagt, ich mache keine Dönerfolgen mehr. Ja, richtig. Aber wir haben gesagt, wenn neue Eröffnungen sind, speziell, dann sind wir zur Stelle. Und bei so einem besonderen Anlass wie ein Döner von Lukas Podolski in Berlin sind wir zur Stelle. Und wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zur zweiten Neueröffnung. Das seht ihr am Donnerstag. Zwei neue Dönerläden von, also der erste von Lukas Podolski und der zweite von, gucken wir mal, ich werde nicht zu viel verraten. In der nächsten Folge seht ihr das. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Peace.